Hallo und herzlich willkommen zu Light the Way. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich glaube, es ist, also beschrieben wurde es als Action-Adventure. Könnte aber auch ein bisschen Horror sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen wollen wir mal gucken. My name is Andrew. I'm an accountant. My parents called me yesterday. They said our family dog died. He was an old buddy, but no matter how much you expected, death of a loved one never comes easy. My parents are devastated. I am on my way to see them right now and to say goodbye to my buddy. So, da sind wir. Ich weiß, es sieht gerade ein bisschen ruckelig aus. Ich habe gerade ein bisschen in den Optionen rumgefummelt. Vielleicht müsste ich das gleich nochmal machen. Und irgendjemand aus Wald schießt auf mich mit Betäubungspfeilen oder sonst irgendwas. Ich habe das gerade dreimal versucht. Einmal bin ich Tatsache ausgewichen, aber holy shit. Ich bin einfach nur auf dem Weg zu meinen Eltern. Irgendjemand aus dem Wald schießt mich ab. Da hinten steht er. Hallo, Mr. Ninja. Ich habe keine Ahnung. Die sehen aus wie. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Die sehen aus wie diese Lampenfische. Mit so einer komischen Bobbel auf dem Kopf. Sehr interessant. Okay, wir ignorieren das einfach mal, dass wir hier gerade auf dem Weg zu unseren Eltern sind und von allen Seiten von irgendwelchen Leuten angeballert werden. Ich will doch nur meinen toten Hund sehen. Fuck is going on hier? Also nein, ich kann nicht sprinten, ich kann nicht springen oder sonst irgendwas. Ist das der richtige Weg? Da kommt gerade jemand auf mich zu. Oh mein Gott, was passiert hier? Irgendwann später. Okay, irgendwann später. Oh, okay, cool, kein Problem. Crouch. Okay. Ich habe leider gerade kein Licht. Ich hoffe, es ist nicht allzu dunkel. Oh Gott, grün. Oh grün. Normalerweise sollte es doch eigentlich rot sein. Ich bin tot. Hey, crouch holding a prevention also from here, you. Achso, die darf ich mich nicht hören. Okay. Naja, das Problem war eher, dass sie mich gesehen haben. Was, okay. Was ist jetzt mein Auftrag? Ich laufe hier gerade durch den Wald und weiß. Drehst du dich. Ich schätze, du drehst dich nach links weg. Okay. Dann plopp halt einfach weg und plopp auf der anderen Seite wieder auf. Ist okay. Kann ich mitleben. Ich schätze, ich muss hier durch. Dürfte ich mal, könnte ich mal. Kein Problem. Okay, cool. Alles easy. Ihr seht echt aus wie eine Lampe. Eine laufende Lampe. Alles kein Problem. Gibt es hier eine Taschenlampe? Nein, okay. Alter, der Wald ist so dunkel, ich sehe halt nichts. Muss ich da hin? Muss ich da rein? Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Ich sehe echt halt nicht viel. Bin ich hier richtig? Muss ich in den Wald? Es gibt halt absolut keinen Anhaltspunkt, wo ich hin muss. Okay, hier ist wohl irgendwo eine Barriere. Also es kommt ganz drauf an, wo ich hingucke. Manchmal fängt es echt an zu lenken. So die Richtung. 2 FPS. Cool. Ist da ein Weg? Da ist ein Zaun oder so. Ich glaube, hier ist ein Weg. Ich gehe mal hier lang und ich bin tot. Okay. Was? Jetzt der Bildschirm schwarz. Das ist so viel, wie ich vorhin gerade gesehen habe. Ja. Passiert hier noch was? Okay, so richtig. Das sind Spiele, die kann man sich nicht ausdenken. Du kannst nicht zu einem Kumpel gehen und sagen. Das ist, keine Ahnung. Alle reden mit dir. Ah, God of War, voll geil, da kannst du alles kaputt kloppen und so. Oder was ist das neue Resident Evil? Oh, Zombies überall.
Worüber kann ich reden? Da sind Lampenmenschen, die laufen durch die Gegend und wenn sie dich finden, dann haben sie dich eingesperrt und dann darfst du nochmal genau an der gleichen Stelle anfangen wie vorher. Cool. Das sind die Spiele-Highlights 2019. Was ist das? Okay. Gut, ist zu. Alles klar. Jetzt bin ich zumindest wieder in einem Terrain, wo ich mich auch ein bisschen auskenne. What the f oder auch nicht. Flashlight, F. Und Flashkugeln. Sticky Ammo. Yay. Well, as you can see, I'm not a bad guy. You are next to the next exit door. Find the three keys and you are free to go. No problem. Gott, warum hatte ich gerade Kette im Gesicht? Egal. Okay. Ich habe drei Schuss für irgendwas. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es ist immer noch zu. Hä? Naja, viel Auswahl habe ich ja nicht. Also muss hier irgendwo ein Schlüssel sein, richtig? 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 Eigentlich drei? Richtig? Habe ich gut verstanden? Habe ich falsch verstanden? Habe ich nicht in Ordnung verstanden? Habe ich halbwegs doch ansatzweise, aber nicht so ganz richtig, so mittelmäßig verstanden. Ah, hier. Find three keys. Okay, ja, wissen wir. Habe ich. Halle. Okay, alles klar. So, das heißt, wir haben schon mal einen Schlüssel. Das ist ja schön. Das freut mich. Schlüssel für Tür. Das verstehe ich. Toll. Also es erinnert mich vom Grafikstil her, erinnert es mich schon sehr an Blackout Club, falls das jemand gespielt hat. Ist auch so ein bisschen kindlicher Horror, eigentlich eher. I hope you like your gun. It's got flashlight and everything, but you have to search armor for yourself. I believe this plate only has sticky and balls. Sticky balls. Okay. Ah, kindischer Humor. So. Ist hier ein Gegner? Kann ich meine Munition, kann ich meine Bälle an deinem Gesicht treiben? Wäre das eine Möglichkeit? Nein. Schade. Da ist noch irgendwas. Total Fragments. Ja, chill. Freut mich ja, dass ich ein Fragment gefunden habe. Hallo? Hallo? Oh, Balls, cool. Light View. Achso, Light the Way. Don't be so scared of my creatures. They are brainless after all. A little tip, try to make no sounds while they are around. The only messed always left places will all be important for you. They, at least, deserve silence for that. Don't you think? Okay. Das. Ey, noch ein Fragment. Ich habe keine Ahnung wofür. Meine Aufgabe war eigentlich nur. Drei Schlüssel zu sammeln. Jetzt habe ich so Fragmente und eine Ball kennen und keine Ahnung was. Okay. Jetzt habe ich aber gar nicht. Sind die jetzt blind oder sind sie nicht blind? Ich glaube, die sind blind. Das heißt, ich kann mein Licht eigentlich die ganze Zeit anlassen, oder? Obwohl der eine hat mich gesehen gehabt. Ball Attack! Hat das irgendwas gebracht? Oder war das einfach nur. Guck mal. Kumpel, ich komme hier nicht mehr raus. Könnten wir Seiten wechseln? Direkt in die Hand rein. Bonk. Okay. Kein Problem. Also, sie sind nicht blind. Das ist ja schon mal etwas. So, ich bin. Die Tür war zu, ne? Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht gab es auch zwei Bälle drin. Ah, okay, die Tür war zu. Gut. Also muss ich die Taschenlampe doch ausmachen, weil sonst können sie mich sehen. Obwohl sie keine Augen haben. Ich meine, anscheinend können sie mich auch hören, obwohl sie keine Ohren haben. Also von daher fehlt nur noch, dass sie mit mir sprechen, obwohl sie keinen Mund haben. Ich bin dabei. This was walking her dog. Just a sweet little thing. She keeps looking back to me. I mean, yes. I was going to take her eventually, but she made it to herself, right? I don't like the type anyway. Don't ask me where the dog is. Okay, danke für die Info. Das ist ein. Wie nenne ich die? Lampenmännchen? Lappentchen. Es sind Lappentchen. Laufende Lappentchen. Okay. Oh, what? Why? Why? Steh auf. Sheesh!
Oh mein Gott, wofür ist diese fucking Pistole? Die macht nix. Kann ich das irgendwie an Wände schießen, um dann hochzuklettern? Oder wofür ist das? Das sind fucking Lichtkugeln. Okay, ich dachte, die wären zu verteidigen. Nein, offensichtlich nicht. Da kann ich Licht mitmachen. Schön, okay. Gut zu wissen. Immerhin, ich versuche die ganze Zeit Gegner damit zu erschießen, sie leuchten, Licht erstrahlen zu lassen. Aber die Lappenkchen sind natürlich absolut immun gegen Licht. Das hätte ich wissen sollen. Okay, cool. Oh Mann. Guck mal, da hinten ist Licht. Cool, ne? Ich meine, die Funktion der Waffe, ist ganz cool. Gebe ich zu. Dass man so Bälle rumballert, die dann Licht machen, ist eine coole Sache. Ich dachte, das wäre zur Selbstverteidigung. Okay, da ist eine Tür. Cool. Auf welcher Distanz hört ihr mich? Das reicht. Nice. Ich will nicht wissen, was ich gerade alles übersehen habe. Ist mir auch vollkommen egal. So. Ein Lämpchenball. Gibt es denn zufälligerweise rumlaufende Lappentchen? Nein. Was ist das da? Cool. Mein Ausweg, hoffe ich. Ein Fragment. Ich weiß nicht wofür. Tür auf. Falls ihr mal irgendwann wissen wolltet, wie irgendjemand die eure Haustürlichter, die ihr habt, installiert hat, der hat auch so eine Pistole gehabt. Einfach und dann ist es dran. Mit Bewegungssensor natürlich. Wow, dieser Raum ist absolut unwichtig. Okay, ich denke, ich brauche diese Kiste, weil sonst könnte ich sie nicht tragen. Und da hier oben was ist, schmeiße ich die einfach hier. Das war keine smarte Idee. Komm wieder runter. Komm wieder runter. Da, ich brauche dich. So. Okay, da ist eine kleine Strebe im Weg, die verhindert, dass ich darauf springen kann. Okay, machen wir es also. Ich habe keine Munition mehr. Ich fühle mich sehr, 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 sehr vernachlässigt gerade. Und schutzlos. Okay, ich habe Munition. Cool. Also die Lampe bringt es nur minimal, ne? Oh, warte, ist da vielleicht was drin? Nein, hier muss man überall nachgucken. Man weiß nie. Mal ein bisschen mehr Deko. Oh Gott, ich sollte das nicht weglassen. Ah, leck. Und noch ein Fragment. Toll, bald baue ich mir ein fucking Gummiboot und dann paddel ich hier raus. Okay, zweiter Schlüssel. Ich kann nicht mehr zählen. Ja, ich bin im Kreis gelaufen. Coole Sache. Ich habe jetzt einen Schlüssel. Kriege ich damit irgendeine Tür auf? Komischer Lichteffekt. Nein, keine Tür. Okay, die da vielleicht. Warte, das ist nicht der gleiche Gang. Ich habe vorhin hier was gegen geschossen. Willst du mich verarschen? Ich bin noch nicht im Kreis gelaufen. Oder verschwinden meine Kugeln? Davon hat mir keiner was erzählt. Ich will mein Geld zurück. Das ist nicht cool. So, wo habe ich... Die Türen habe ich, glaube ich, noch nicht. Nein. Nein. Okay, wir gehen einfach nochmal alle Türen durch. Nein. Nein. Die hatte ich schon auf jeden Fall. Nein. Nein. Okay. Kiste. Ah, ich weiß nicht. Cool, jetzt können wir zwei Kisten nebeneinander stellen. Schön. Das bringt es ja total. So, von hier komme ich. Die Tür geht auch tatsächlich nochmal auf. Lappentchen, okay. Habe ich eine Tür übersehen? Was sagt mit dieser Schlüssel? A01. Das ist schön. Und ich glaube, meine kleinen Kügelchen verschwinden wirklich. Das ist ja uncool. Wollte ich mal ein bisschen dekorieren. Ich... Und aber direkt gegen Dekoration ist. Ne, das finde ich nicht gut. Ich mag das so, wie es vorher war, so wie ich es eingeräumt habe. Hier wird nichts verändert. Alles bleibt, wie es ist. Aus Ende Batta. Oh, okay. Hier muss irgendwo eine Tür sein. Die. First one is over. Well done. Congrats. On your first key. Two to go. Chop, chop. Ne, ich habe da jetzt zwei. Aber ich finde keine Tür. Die machen noch nicht mal einen Clicking-Sound. Er versucht es noch nicht mal. Nee. Also er versucht nicht mal die Türen aufzumachen. Das ist einfach Tür und die Tür. Einfach eine Tür. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Ich meine, der Gang war jetzt nicht endlos lang, aber man weiß ja nie... Oder muss ich nochmal zurück? Ich gehe einfach mal zurück. Vielleicht habe ich ja irgendwie was übersehen. Ich bin mir nicht sicher.
Aber naja, wenn die Tür aufgeht, dann muss das irgendeinen Grund haben. Hier ist eine Taschenlampe. Willst du die Taschenlampe nehmen? Nein? Okay, cool. Scheiß drauf. Hier noch irgendwas? Lappendchen. Okay. Das Lappendchen kommt gerade auf mich zu. Der auch. Das ist ja sehr ungünstig gerade. Oh mein Gott, er hat mich gesehen! Oh mein Gott, er hat mich auch gesehen! Ah. Okay, vielleicht sagt mir mein Checkpoint ja irgendwas. Nein. Oh mein Gott, muss ich den Scheiß jetzt echt nochmal machen? Ja, okay. Na gut, dann machen wir den Shit halt nochmal. Holen wir uns unser Kistchen. Hallo Kistchen. Okay, cool. Ich habe magische Kräfte. Ich kann dich durch Wände und Böden. Wow, okay. Okay, du bist stinkig. Ich verstehe das. Ist okay. Aber du musst akzeptieren, dass ich dich gerade brauche. Ansonsten kommen wir beide nicht weiter. Okay. Fragment mitnehmen. Irgendwo. Wo war das Fragment? Auf der anderen Seite. Hier lang. Da lang. Hier. Zettel. Fragment. Ist weg. Okay. Schlüssel. Ist auch weg. Cool. Ich habe das komplett umsonst gemacht. Na dann. Nicht. Mein Druck auf Tab mir die Frage auch erspart, aber ich dachte, ich mache die Scheiße einfach nochmal. Weiß ja nie. Kommt das Licht eigentlich her? Da. Okay. Diesmal schaffen wir es. Diesmal schaffen wir es. Ich wüsste nicht wie, aber diesmal schaffen wir es. Ich gehe einfach hinter ihm hinterher. Stimmt, da hinten war ja noch eine Tür, die ich nicht aufgekriegt habe. Ja, das macht Sinn. Wer ist mit dem Stealth Kill? Nicht? Unwahrscheinlich. Lappentchen kann man nicht töten. Es ist sinnlos. Aber zum Dekorieren ist schön. So, hier rein. Wieder den ganzen Weg zurück. Was war denn das hier mal? Sieht aus wie eine Lagerhalle. Für was? Für Disketten? Ihr seid aber ziemlich altmodisch. Ah! Eins! Cool. Ein Lagerraum. Und ein Schlüssel. Freedom, ich komme. Okay, für was? Für B. Sieht aus wie ein Leichensack. Kann ich mit leben. Eher nicht. Wortwitz. Okay, dann einfach den ganzen Scheißweg nochmal zurück. Und gucken, wo B ist. Ich habe keine Ahnung, wo B ist. Wo ist B? Wenn das da A ist, ist das hier B? Könntest du B sein? Bist du B? Ist das B? Nein, das ist der Scheißweg, von dem ich gekommen bin. Aber vielleicht ist da hinten B. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Das ist C. Naja, es ist schon mal recht nah dran. Es gibt A01 und dann gibt es B und C. Das ist mein Anfangsraum, richtig? Gab es hier noch irgendwo eine Tür? Von da komme ich. Hier ist eine Tür. Die geht auf. Schön. Ist noch was drin? Nein, das ist der Anfangsraum. Oh, meine Fresse. Ich habe auch manchmal einfach. Wenn ich den Weg selber gegangen bin, ist das immer was anderes. Aber so. Oh mein. Das ist Exit. A, B, C, D. Ich brauche noch mehr Keys. Ne? Ich brauche. Oh, reicht das nicht? Aha. Der hat gelogen. Ich brauche drei Keys da oben, aber ich brauche mehr Keys insgesamt. Du olles Arschlochkind. Holla Lügner. Gut, dass ich B gefunden habe. Sonst wäre ich jetzt noch 10 Mal in einem Kreis gelaufen. Okay. Jetzt wäre es Zeit für eine fucking Sticky-Munition. Aber ich habe keinen. Da. Fragment. Kann ich mir damit vielleicht irgendwann eine richtige Waffe bauen? Wäre auf jeden Fall hilfreicher als das hier. Oh, Bälle. Geil. Break thin boxes and ornaments. Okay. Ich dachte, damit kann ich mich jetzt wehren. Ah, Cryptos for the system here. First, one does not work before other is finished. Second, both don't work when hungry. Die habe ich jetzt nicht verstanden. Oh, okay. Dahinter ist was, da ist eine Tür, ich sehe das. Okay, also Knöpfchen drücken. Knöpfchen drücken. Knöpfchen drücken, klingt nach einem guten Plan. Knöpfchen. Büp, 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 büp.
Da passiert nichts. Warum passiert da nichts? Ich will aber, dass da passiert. Okay. Ist da noch irgendwas? Nein! Oh mein Gott. Doch, ja, knapp. Kann ich ihn doch schieben? To victory! Lass mich raten. Ich muss das Ding nur wegschieben und dann kann ich den anderen bewegen. Fuck. Gut, dass ich mir den ganzen Weg jetzt gemacht habe. Egal. Das war's wert. War schön. Gerne wieder. Hier ist eine Ecke drin. Kann mir einer sagen, wie ich Munition wechsle? Ich weiß es nicht. Option. Danke. Sehr hilfreich. Ah. Yay. Kann ich dich wieder einsammeln? Nein, du bist absolut unbrauchbar. Natürlich. Ich meine, ich könnte verstehen, wenn er damit meinte, von wegen, wenn, nee. Das macht auch keinen Sinn. Okay, ich verballere meine Munition, die ich nie wieder einsammeln kann. Tja, das war's. Keine Munition mehr, schade. Ich hoffe, ich brauche die nicht. Kann ich jetzt irgendeine Taste drücken? Okay. One doesn't work before other is finished. Aha. Both don't work when hungry. I don't get it. So, wird meine Taschenlampe immer beschissener oder wirkt das nur so? Okay, also ich kann den jetzt auch wieder zurückschieben. Oder auch nicht. Nein, ich kann ihn nicht zurückschieben. Oder warst du nicht fertig? Wie die gute Frau oder was auch immer da erzählt hat. So, du bist jetzt da drin. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Okay, ich schätze mal, deine Arbeit ist finished. So, das heißt, ich werde jetzt nochmal zurückgehen. Und dann werde ich mal gucken, ob das andere Ding sich jetzt bewegen lassen tut. Hatten, haben kann. Machen, tun, haben, wie, hä? Könntest du? Würdest du? Nein? Okay, cool. Okay, war nur eine Frage. Okay. Tasten drücken. Cool. Was eine Scheiße. Okay, dann. Oh, ja, nix. Okay, hier ist auch nix. Light the way. Okay. Hey, Kameras. Nee, doch nicht. Sind das Rohre? Sind wir in einem Lager für Rohre? Für Abwasser? Ich war nicht fertig. Ich wollte mich gerade umgucken. Egal. Hoffentlich habe ich jetzt wieder Munition, die ich aus Versehen verballert habe. Ganz aus Versehen. Auf einmal war der Clip leer. Ich weiß nicht, was passiert ist. Okay. Nein, Munition ist immer noch weg. Dann kraule ich mich rein. Hallo? Da ist keine Ahnung. Simulation drin. Fragment. Schön. Toll. Was ist das für eine komische Minenbase hier? Keiner weiß. Da kommt er gerade. Dann nehmen wir doch mal weiter. Oh, geil, 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 geil. Voll Knorke von euch beiden. Rechts. Und wer hat die Wände angemalt? Oh. Bleib da. Jemand hat sich hier nicht die Hände gewaschen vorher. Mein Gott, hier ist alles voll. Okay, was ist das? Das war alles cool. Oh nein! Jemand hat dich mit Teer besprüht. Naja, dem geht's gut. This one was smoking when I saw him. He didn't saw me or my creatures. Also, Entschuldigung. This one's smoking when I saw him. He didn't saw me or my creatures. He kept checking his phone. The one of my babies got him.
Ich schätze mal, ich rede ihn akkurat. Würde ich zumindest denken. Oh, scheiße. Okay, ich gehe zurück. Okay. Ist hier eine Tür? Ja, hier ist B1. Ich habe nicht B1. Fucking scheiße noch eins. Ich habe kein B1. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt kann ich ja nur im Kreis rennen und denken, ey, vielleicht ist hier irgendwo B1. So eine Scheiße. Tür, Tür, Tür. Okay, die geht nicht auf. Ach, das sind Tintenmonster oder sowas. Ja. Schätze ich zumindest mal. Zumindest wenn sie sich umdrehen, verwandeln sie sich kurz in einen Farbklecks oder so ein Scheiß. Ich hab keine Ahnung. Hey, Büb. Ich weiß nicht, wofür das ist. Da ist noch was. Fragment, Fragment, Fragment. Yeah. Bringt mir das irgendwas? Ich habe 8 Fragmente. Ich habe keinen. Die Ming-Vase, die ich gefunden habe, hätte ich kaputt ballern können. Oh. Ist ja jetzt ärgerlich. Natürlich läuft da auch einer rum. Da ist auch noch eine Tür. Boah. Well, you got this far. Impressive. How do you like them? You are hearing their footsteps right now. Fantastic. Ja, das hilft mir nicht. Hättest du nicht einen Schlüssel bauen können? Das wäre wesentlich einfacher gewesen. Ich lasse die Tür einfach auf. Das ist vielleicht eine smartere Idee. Was haben wir hier? Nichts. Einfach nur... Oh, da. Bälle zur Selbstverteidigung. Cool. Was ist denn das? Das sieht schon ein bisschen aus wie Munition, oder? Ach ne, das sind diese. Okay, ich bin weg. Aber leider keine Munition, sondern eher aus wie so Feststelldinger oder sowas. Ein Schlüssel! Ja, Schlüssel! B1, cool. Jetzt muss ich nur den ganzen Weg wieder zurückgehen. Yay! Wie viele Bälle habe ich? Okay, 3. Okay, okay, dann hier lang. Okay, schnell rein. Warten, bis er vorbei ist. Stell mich lieber hier. Könnte auch Prey sein, was ich gerade spiele. Du Scheiße, Alter! Ecke! Ha! Verdammtes Tintenmonster! Geh zurück in den Füller, aus dem du gekommen bist. Okay, B1, ich hab den Schlüssel. Cool. Das ging sogar einigermaßen schneller, als wie wenn ich zurückgelaufen wäre. Damit kann ich nicht. Alter, holy shit, ey. Mach mal Licht hier in der Bude. Bunk. Och, nee. Können wir das nicht einfach sein lassen und so tun, als wäre nie was passiert? Alter, scheiße. Oh Gott, Lida! Oh mein Gott, es schießt auf mich! Ah, ich muss die Bälle wechseln! Peng! Peng! Okay, das bringt's nicht. Okay, dann nochmal. Kein Problem. Wir folgen ihm hier. Er weiß anscheinend, wo es lang geht. Dann warten wir, bis er vorbei ist. Ich schnapp uns die Bälle auf der anderen Seite. Okay. Und wir laufen. Dann werden wir von dem Ding abgeschossen. Oh shit. Ich bin zu früh aufgestanden. Egal. Tür, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Schlüssel, 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 Schlüssel. Nimm den Schlüssel. Danke. Please come again? Was? I have a special armor for your gun. Just for this place. It does 3 things. Yellow, nightmare on and off. Orange, open racks. Green, move racks. If nightmares of creatures become active, they don't move or attack otherwise.
Choose carefully when you activate or deactivate the nightmare. To find the next, you need to open your way through 4 exit rooms. Shoot the ammo into the nest to activate them. Ich bin mir gerade nicht sicher. Habe ich das Spiel gebuggt? Ich glaube ja. Ich habe den Schlüssel eingesammelt und jetzt denkt das Spiel, ich habe alle Schlüssel zusammen gehabt. Wenn irgendjemand was Besseres weiß, klärt mich auf. Vielleicht gehört es auch so. Aber bei dem Spiel rastet die, glaube ich, eh nichts. Okay. Also von daher. Aber ich glaube, ich habe das Spiel gebackt. Habe ich überhaupt noch die Schlüssel? Ich habe 2. Vielleicht gehört das auch einfach dazu. Möglich. Bin mir aber nicht sicher. Oh, wer baut so eine Scheiße? Türen, die nicht aufgehen. Oh Mann. Das ist ja ein toller Raum. Mal, was bin ich froh, dass ich hier reingegangen bin. Okay. Das artet so langsam ein bisschen Portal aus hier. Kann ich dich auch wieder rausholen? Nee, kann ich nicht. Also mit der Munition muss ich sehr sparsam sein, weil das ist das Einzige, wie ich mich hier bewegen kann. Schätzungsweise? Ich denke, okay, cool. Ich schätze, ich habe recht. Nein. Okay, pass auf. Das schaffen wir. Wind mitberechnen. Meisterhaft. Vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht machen wir was anderes. Gut, dann würde ich gerne hier nochmal reingehen. Irgendwo war doch... Oh Gott. Ja, ein komplett anderer Raum als vorher. Achso, ja, jetzt bin ich hier. Okay. Hier komme ich klar. Okay, shoot. Das war einfach. Ist ein Bekloppter, die ganze Zeit an der Decke gucken. Ist da irgendwas, wo ich aufballern kann? Okay. Okay. Ich sehe das. Oh nein, ein weiterer. Das bringt's mir aber nicht. Are you happy now? Nein! Okay. Kein Problem. Ich sehe dich. Ich hab kaum noch Munition, das wäre cool, wenn ich. Wow, cool. Das wäre cool, wenn ich mal Munition kriegen würde. Von irgendwas? Kann ich ihn sich selbst erschießen lassen? Ich denke nicht. What? Das war ein astreiner Headshot. Mit dem Kopf. Ein Headshot. Ist hier irgendwas? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich weiß nur, dass ich kaum noch Munition habe. Das ist nicht cool. 2 Schuss habe ich noch. Die müssen sitzen. Okay, ja, ja. Cool, ja. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich erinnere mich. Oder ich sehe es. Oh Gott. Ey, ich muss alles nochmal machen. Okay, wir machen alles nochmal. Kein Problem. Na gut, tut mir leid. Muss jetzt mal jeder ein bisschen durch. Müssen wir alle nochmal nachsitzen. Ist okay. Ich meine, wenn einer einen Fehler macht, müssen alle dafür büßen. So war es halt schon immer. Tut mir echt leid. Aber ich werde es beim nächsten Mal besser machen. Versprochen.
Keine Sorge, ich bleib nicht immer dumm, auch wenn man das vielleicht denkt. Warum hab ich den denn vorhin übersehen? Oh, das Einsammeln ist ja ein Traum. Junge, musst du da mit deiner Nase drauf stuppen, damit du das findest, oder was? Danke. Exit! Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ist das random oder bin ich einfach zu doof? Ah, jetzt gehen die Türen auf. Das brauche ich nicht aufmachen, weil da ist nichts drin, das weiß ich. Okay, also. Das wäre eine Tür. Also muss ich. Aber dann hat man ja auch total verschissen, wenn man das nicht hinkriegt. Das ist ja lustig. Also hier kann ich einfach durch. Nobody gives a shit. So. Dann bin ich hier. Dann. Da? Ja. Dann gehen wir hier rein. Da bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Ah ja, da. Genau, und irgendwo muss ja hier so ein Ding sein, wo wir eigentlich vorher nicht hätten lang gekonnt oder so. Deswegen muss ich das Feuer im anderen Raum auch machen. Was weiß ich denn? Wer atmet mir ins Ohr? Und wieso? Okay. Wir sind smart. Wir schießen dahin. Dann passiert hier irgendwas. Okay, dann geht die Tür hier auf. Aber ich kriege ihn ja nicht dazu, dass er sich selber abschießt. Das wäre ja eigentlich ganz cool, aber das macht er nicht. Ach, die gucken hin und her. Ah, okay. So, jetzt rennen wir hier rein. Fuck! Hätte es funktioniert, hätte es funktioniert. Hat's aber nicht. Okay, also theoretisch muss ich mich einfach nur vor ihren Blicken verstecken, wenn sie nicht gerade in meine Richtung gucken, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Bin mir aber nicht ganz sicher. Dafür brauche ich nämlich Intelligenz. Ich habe nicht genug Intelligenz übrig, um mir jetzt noch irgendwie Gedanken zu machen. Außerdem da hinten ist auch noch so ein grünes Button-Gedöns. Und was bringt mir das da? Ich habe keine Ahnung. So viele Fragen und so wenig Antworten. Eigentlich gar nicht. Ha! Nice. Nice. Oh, geil. Das hätte ich vorhin gebrauchen können. Aber heißt das jetzt so viel, wie ich bin in eine Sackgasse gelaufen? Ich befürchte schon. Okay. Peng. Toll. Okay, cool. Läuft wie geschmiert. Also, es war doch richtig. Aber was ich nicht verstehe, wenn ihr drin seid und ihr schießt auf das Ding und dann erwischen sie euch, werdet ihr zurückgeportet und das Ding geht hoch. Das heißt, ihr müsst das ganze Ding nochmal machen. Das ist total doof überlegt irgendwie. Falls irgendjemand meinen Gedanken gerade nachvollziehen konnte. Von dem Scheiß, den ich da gerade abgezapft habe. Okay. Nächster Raum. Was? Okay. Ich schätze mal, ich darf nicht in den Raum. Bin mir aber wie bei allen absolut nicht sicher. Cool. Das hilft mir in diesem Raum unglaublich weiter. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so ein Ding, wo ich immer hin und her laufen muss. Hallo, hier ist ganz schön düster drin. Können Sie mal kurz Licht anmachen? Bälle. Da ist noch was, da ist noch was. Mehr Bälle, mehr Bälle. Oh, geil. Ich schätze, die bringen mir in meinem weiteren Leben nichts mehr, oder? Wenn ich hier raus bin, dann hat sich das. Mehr Bälle? Oh Gott. An die komme ich gar nicht mehr ran. Da ist so viel Scheiße drin. Wollen wir wetten? Ich muss jetzt nur noch in den nächsten Raum und brauche nur noch 3 Bälle und dann hat sich das erledigt. Dann braucht man nie wieder welche. Oder es gibt noch einen Boss. Das wäre unmöglich. Ich komme da nicht echt nicht ran.
Okay, weißt du was? Vergessen wir es. Oh, ich habe Licht gemacht. Hey, toll. Okay. Ich habe noch Bälle in Reserve. Wenn ich irgendwann dann vielleicht mal da rankomme. Oder ich sie benötige. Man weiß es nicht. Okay, also ich gehe in den Raum rein und mach gleich. Und dann werde ich erschossen. Also laufe ich einfach weiter. Mehr Bälle! Und da ist der Traum vorbei. Okay. Irgendwo muss hier was sein, das ich nicht gesehen habe. Okay. Hey Kumpel, kannst du mir mal sagen, wo es hier lang geht? Ich habe nämlich keine Ahnung. Guck mich auch schon die ganze Zeit um, aber du anscheinend auch. Sind wir anscheinend beide auf dem gleichen Floß. Könntest du... Alter, triff doch! Danke. Die Bälle nehme ich auch mit! 1, 2, 3... Okay. Aber ich habe irgendwas getroffen, womit ich irgendwas aufgemacht habe. Das klingt nach Fortschritt. Nein! Nein! Shit, der letzte trifft mich noch. Doch nicht. Licht. Noch mehr Licht. Bringt das überhaupt irgendwas? Ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt wirklich helllichter Tag hier drin ist. Hi! Oh, Bälle! Cool. Macht ja doch nichts, wenn ich die nehme, oder? Hier kriegst du auch einen. Was, du willst noch einen? Hier. Kein Problem. Ich teile gerne, wenn ich genug habe. Wenn ich nichts habe, verpiss dich. Okay. Kann ich hier durch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, ich habe den Zettel gelesen mit dem Licht und wenn das Licht was macht, dann macht das hier auch was bei denen. Aber ich konnte es mir nicht merken. Irgendwas, wenn Licht an ist, dann sind sie cool oder so. Keine Ahnung. Und dann passiert das. Dann sind sie nicht mehr cool. Er schon? Nein, er auch nicht. Okay. Ich sollte vielleicht nicht direkt vor der Fresse stehen. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, hi. Okay, kann ich hier noch irgendwas aufmachen? Ah nein, ihr könnt euch Wände schießen, ihr Schweine. Danke. Okay, dann gucke ich mal nochmal in den anderen Gang. Vielleicht hat sich hier irgendwas getan in der Zeit? Nee. Absolut mal so gar nicht. Okay. Also es ist ein sehr interessantes Spiel auf jeden Fall, aber ich raff halt nichts. Ich bin hier irgendwie... Wie gesagt, der Hauptgrund, warum ich hier hin wollte, waren meine Eltern. Mein Hund ist tot. Ich muss besuchen gehen und nochmal meine Familie trösten. Punkt, Punkt, Punkt. Und auf einmal... werde ich von irgendwelchen Lämpchen, Lampmons angeschossen. Ich habe den Namen vergessen. Scheiße. Ach, vergiss es. Spul zurück und erfahrt den Namen. War so, keine Ahnung. Ja, dann bin ich auf einmal hier und keine Ahnung, was hier abgeht. Muss ich hier einen Skillshot machen durch irgendwelche Lücken durch? Ich mir halt echt nicht sehe. Friss das. Okay, wenn ich hier durchgucke. Ich kann nicht mal so weit schießen, ehrlich gesagt. Okay, ah, da ist was. Oh. Das geht? Ich wusste nicht, dass das eine Möglichkeit ist. Oh shit! Naja. War nicht unerwartet, dass er mich gesehen hat. Stand immer auf seinem Kopf. Hier ist noch eine Tür. War ich hier schon drin? Offensichtlich, ja. Okay. Also. Ich weiß nicht, das ist die einzige Möglichkeit, die mir gerade einfällt. Oh shit!
Ist aber die einzige Möglichkeit, die mir gerade einfallen würde, darauf zu springen, dann zu versuchen, da drüber zu schießen, um das Ding zu erwischen, damit das Teil runtergeht. Oder ich habe irgendwas komplett falsch gemacht, aber ich habe keinen Bock, jetzt nochmal von vorne anzufangen. Okay. Ja, weil... Ne, würde ich nicht. Okay, zickzack. Hi. Hi. Okay. Oh Gott, oh, boah, fuck. Ah, okay. Haha! Ich tue Dinge! Sehe nicht, was ich tue, aber ich tue Dinge. Ah, diese Strebe, ne? Mann. Okay, noch was? Dahin. Dafür habe ich 1500 Bälle bekommen, damit ich sie alle durch die Gegend ballern kann. Jetzt hänge ich hier fest. Ne, toll. Ich glaube nicht, dass man das so lösen muss. Aber es ist mir egal. Ich habe es getan. Der Raum ist geklärt. Ich will da nie wieder rein. So, wo kommen wir jetzt hin? Okay. Freundschaft ist wohl nicht mehr. Oh Gottes Willen. Okay, wir tun einfach so, als wäre nie irgendwas passiert. So, sind wir raus? Haben wir es geschafft? Oh. Toll! Sorry. Nichts. Da ist auch nichts drin, ne? Bälle, alles meins. Keiner bekommt was. Okay. Exit. Würde ich mich nicht drauf verlassen. Wirkt wie ein Raum, in dem ich schon mal war. Ah, hier bin ich. Okay. Was ist eigentlich aus den Lämpchen geworden, die Dartpfeile auf mich geschossen haben? Sind die jetzt komplett weg? Ich habe da hinten noch ein Regal gesehen. Oder, keine Ahnung, die waren da und dann waren sie auf einmal weg. So, ich habe jetzt... Da war nix, das war ja komplett scheiße. Ich hab nicht mal Schlüssel gekriegt. Wofür habe ich das jetzt getan? Gab es da jetzt irgendeinen tiefgründigen Sinn für? Oder sind die jetzt... Okay, alle sind weg. Cool, toll. Ich habe C. Na gut, dann gehe ich mal zurück zur Tür C und mach C. Frage. Schätze ich mal. Sind alle weg? Alles weg? Alles sauber? Alles cool? Geil. Dann kann ich ja überall rein. Mich mal kurz umgucken. Hab schon alles. Juppie. Freut mich. Da war ich auch schon drin. Gibt's noch eine Tür, in der ich nicht drin war? Nee. Ja, schön. Lohnt sich total, dass alle weg sind. Aber das finde ich sehr angenehm. Dann kann ja zumindest wieder dahin zurück, wo man war. Ohne, dass einem die ganze Zeit irgendjemand auf den Sack geht. Hoffe ich. Und warum erwarte ich gerade, irgendwie habe ich gerade in meinem Kopf, dass nachher eine riesengroße Lampe so Godzilla-mäßig der Endboss ist. Die ich dann mit Bällen beschießen muss. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, warum ich dieses Bild jetzt gerade im Kopf habe, aber es ist da, das geht auch nicht mehr weg. Dinge. Die das Gehirn mit einem macht, wenn man gerade nicht großartig nachdenkt. C, war C hinter A? Nee. C war... Da! Nicht. Nicht da. Natürlich nicht da. Habt ihr gedacht, es wäre da? Nein, natürlich nicht. Natürlich ist es nicht da. Jeder, der denkt, dass hier C wäre, der ist ja nicht mehr ganz bei Trost, ist er ja nicht mehr. Gut, ich mach das noch dreimal, das ist kein Problem. Irgendein Arschloch geht jedes Mal wieder dahin. Okay, er hat die Ketten wieder abgemacht. Machen wir sie dahin. Oh Mann, schon wieder. Diesmal sogar noch eine mehr. Okay. Dafür werde ich bezahlt. Okay. Du wärst also, als wäre es nie passiert. So, mehr Lämpchen. Lämmchen. Lämmenschen.
Ah, Lämpchen finde ich besser. Kann ich mir auch besser merken. Bälle! Ich werde nie wieder eine Bing-Vase finden, oder? Jetzt, wo ich weiß, wofür die Bällchen sind. Nie wieder. Okay, da hinten war eine Tür. Hier ist auch noch eine Tür. Zwei Wege. Cool. Gucken wir mal bei der anderen Tür. Vielleicht hat die nur einen Weg. Das würde einiges ein bisschen leichter machen. Lass mich raten, du bist verschlossen. Nein, bist du nicht. Lagerraum. Bälle. Lebende Bälle. Cool. Alles meine. Meins. Wenn ich aus diesem Spiel rauskomme, habe ich eine Sache gelernt. Sei fucking gierig. Nimm alles mit, was du kriegen kannst. Ich habe auch immer noch 150 Nightmare-Bälle irgendwo in meinem Gepäck drin. Meinst du, ich werde die jemals irgendjemandem weggeben oder so? Also irgendjemandem geben? Nein. Die werde ich für immer behalten. Man weiß ja nie. Okay. Rechts war richtig? Fragezeichen. Da hinten ist ein Lämpchen. Okay, wir laufen mal links lang. Weil vielleicht ist da noch irgendwas. Also keine Ahnung, wenn ich aus den Fragmenten nicht irgendwas bekomme, dann bin ich echt traurig. Das ist dann der komplette Final Key, den man dann da aus den Dingern zusammenbauen muss. Okay, eine rote Tür. Mirror's Edge lässt grüßen. Okay, zu. Natürlich. Ja, gut. Na dann halt ich. Dann wollen wir mal zu den Lämpchen und gucken, was da so ist. Und hoffentlich den letzten Schlüssel finden, obwohl ich das zu bezweifeln wage, weil ich immer noch zwei normale Schlüssel brauche, die nie erwähnt wurden. Aber gut. Schätze mal, damit muss ich leben. Ist das ein laufender zu mich verarschen? Sowas gibt's. Alter, ist er groß oder bin ich doof? Ja, das ist ganz normal. Der wirkte so bedrohlich, umso näher er kam. Schnell, Krabbel, fix. Hier ist aber sonst nichts, ne? Ist echt traurig. Echt ziemlich doofe Lagerhalle. Bom, 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 bom. Blüpp. Blüpp. Hier noch irgendwas? Nein. Okay, am Arsch wäre ich gewesen, wenn die Tür nicht aufgegangen. Ein schöner Gang. Oh nein! Gut, dass ich krabbeln kann und du nicht. Richtig? Ich wusste es. Was? Aber ich wollte trotzdem gucken. Kennt ihr das, wenn ihr wisst, ihr sterbt gleich, aber ihr wollt trotzdem gucken, was euch umbringt? Ja, genau so ging es mir. Eins. Nein, ich wollte keinen zurücklassen. Das sind doch meine Babys. Ah. Okay, wir machen es nochmal. Diesmal ein bisschen schneller, damit ich mehr greedy sein kann. Das finde ich cool. Klingt nach einer Taktik. Oh, falsche Tür. Falsche Richtung auf jeden Fall. Ich darf meine Glowballs nicht so weit wegballern. Auf einmal kann er rennen. Die ganze Zeit war er lahmarschig. Aber jetzt kann er rennen auf einmal. Okay, er hat das erste Hindernis hinter. Okay. Cool. Okay, scheiße. Ah! Mach weg! Stinky Ball. Die Tür nehme ich. Fuck! Natürlich. Ah, die 5 Millisekunden, die mein Gehirn zum Verarbeiten von Informationen gebraucht hat, waren gerade mein Verhängnis. Okay. Diesmal muss ich die Bälle nicht einsammeln. Na, scheiß drauf, selbst wenn. Dann müssen meine Babys zurückbleiben. Entweder kommen sie zu Papi oder sie bleiben da auf ewig alleine. Ist mir egal. Ich muss euch leider da lassen, es tut mir leid. Oh mein Gott, die Kisten gehen halt richtig auf den Sack. Lalalala. War da was? Da hat was geleuchtet. Ich hab's gesehen. Rote Türen sind gut. Rote Türen nehmen wir. Push to... Wow. To wreck. Oh. Ich hab zu spät gepusht. Fucking shit. Ja, naja. Ist oh Gott. Okay. Tun wir erstmal so, als wär's das erste Mal. Dumm-di-dumm. Alles cool. Ah, irgendwas ist hinter mir. Wir sollten vielleicht rennen. Okay. Blink. Cool. Licht.
Oh, guck mal, Bälle. Oh, ich würde euch gerne mitnehmen, aber ich habe das Gefühl, dass etwas hinter mir ist, das mich töten könnte. Aus irgendwelchen unerfindlichen scheiß Kissen. Okay. Alles cool. Also, ich bin super entspannt. Total relaxed. Kein Problem. So, dann gehen wir hier. Oh, eine rote Tür. Die hätte ich hier jetzt aber nicht erwartet. Okay. Dann mache ich die Tür mal zu. Und dann wreck ich. Und dann denke ich mir so, das war's nicht. Mein Problem ist, ich weiß nicht hundertprozentig, was Rack gerade bedeutet. Ich hätte jetzt erwartet, dass es so viel heißt wie verbarrikadiert die Tür, damit er nicht reinkommt. Scheint aber eher eine Missinformation zu sein. Und ja, deswegen keine Ahnung. Ich meine, da steht auch Press E, aber das Zeichen macht die ganze Zeit so. Von daher gehe ich davon aus, dass ich mehrmals drücken muss. Vielleicht muss ich es auch nur einmal drücken. Ich weiß nicht. What the shit ist passiert? Okay. Leuchtet da jetzt was oder nicht? Ich habe keine Zeit. Ich würde es gerne wissen, aber ich habe keine Zeit. Okay, gehen wir hier rein. Okay, dann bin ich tot. Alles klar, weglaufen ist keine Option. Also hat es was mit der Tür zu tun. Ich versuche es jetzt einfach mal nur einmal pressen, dafür gedrückt halten. Ist das eine Option? Klingt das nach einem guten Plan? Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie das überhaupt funktionieren sollte. Aber... Ich fällt gerade auf, wie unintensiv diese Musik ist. Ding, 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 ding. Fertig. Die Kisten geben einen so einen harten Boost und ich weiß nicht warum. Physics, meine Damen und Herren. Physics. Könntest du aufmachen? Danke. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Oder muss ich... Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Idiot. Könnte es sein, dass da ein Schrank ist, den ich davor schieben kann und ich deswegen mehrmals E drücken muss? Wir werden es ausprobieren. Nach einer kurzen Verzögerung von gefühlt 30 Minuten. Geh weg, Kiste. Danke. Gib mir einen Boost. Oh, ich war das Katze. Okay, wir machen es einfach nochmal. Und dann machen wir es wahrscheinlich nochmal. Und danach machen wir es dann nochmal. Und dann haben wir es vielleicht. Mach auf die Tür. Kann ich dich schieben? Nein, aber dich. Was denn von mir? Ich drück eh wieder. Ah. Oh mein Gott. Drücken Sie E. Kurz. Schnell. Langsam. Schnell. Schnell. Jetzt. Drücken. 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 Okay. Nein. Nicht mehr. Vielleicht doch. Jetzt. Ah. Sie sind tot. Schade. Oh. Mann, ey. Gib mir halt mehr als 5 Sekunden Zeit, damit ich die Lage überhaupt peilen kann, was du von mir willst. Immerhin weiß ich schon mal, es geht um das blöde Regal, weil hat geleuchtet. Wenn es leuchtet in dem Spiel, ist gut. Oh mein Gott, ja, lass die Zeit, kein Problem. Er ist nur ganz knapp hinter uns, das ist kein Problem. Okay, jetzt frage ich mich natürlich, von welcher Seite? Von der Seite? Ich mache alles, was ich kann. Ich drücke. Aber es funktioniert nicht. Der Schrank sagt, nö, der will einfach nicht. Der will an dieser Stelle stehen bleiben. Da ist ein staubiger Platz, den findet er gut. Hat niemand sauber gemacht, jemals. Findet er in Ordnung, kann damit leben, will er nicht, hat er schon. Der wurde dahingestellt und seitdem will er nicht mehr weg. Punkt. Meine Fresse. Könnte ich das jetzt irgendwie mal hinter mich kriegen? So spannend ist die Stelle nicht. Es ist auch nicht wirklich so, dass mein Herz jetzt rast oder sonstiges. Es ist einfach nur eine Stelle, die ich gerne hinter mich bringen würde. Und so langsam fängt sie an zu nerven. Ganz am Anfang war sie nicht nervig. Jetzt langsam, es fängt an. Und ich kann halt nicht viel anderes machen, außer die ganze Zeit E drücken. Wie ein Vollpfosten. Bei irgendwas, wo ich nicht weiß, wieso. Push. 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 Ich muss mich da einfach nur hinstellen und dann muss ich pushen. Okay, jetzt habe ich es endlich verstanden. Ist ja nur das 80. Mal, dass ich das jetzt mache. Danke für diese unglaublich genaue Erklärung, wie man was wie wohin schieben muss. Oh, okay, letztes Mal versprochen, jetzt habe ich es verstanden. Ich hoffe nur, dass...
dass es keine Auswirkungen hat, wenn ich die Tür nicht zumache, sondern gleich in das Regal renne. Das wäre nämlich super. Weil wenn die scheiß Tür auf ist und ich schieb das Regal davor und er kommt da trotzdem durch. Obwohl, warum sollte es ihn jucken? Er portet sich eh durch alles durch, weil er aus Tinte besteht. Ah, okay, ey, ich hinterfrag nicht. Wenn unser Charakter da ein Regal vorschieben will, dann schiebt er da ein Regal vor. So, aufmachen. Seht ihr, wie es sich bewegt? Es bewegt sich, es bewegt sich. Ja! Alle meine Hoffnungen wurde auf einer Sekunde komplett zerschreddert. Ich weiß nicht genau, muss ich das Regal davor schieben und dann weiterrennen? War ich zu langsam? Spiel, erklär mir irgendwas. Sag mir, was ich falsch gemacht habe. Ich lerne gerne Dinge dazu. Das ist kein Problem. Ich bin kritikfreundlich. Ist kein... Wo bin ich? Oh mein Gott. Okay, mach auf die Tür. Schieben. Nee. Mehr als 2 Sekunden Zeit hast du nicht. Fick dich. Okay, das ist der letzte Versuch für mich jetzt in dem Video. Dann schneide ich das. Ja, und dann seht ihr, ob das Video jetzt vorbei ist oder ob es dann gleich weitergeht. Weil ich habe nämlich keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß es halt einfach nicht. Ich bin absolut aufgeschmissen im Moment. Und das zu Recht. Ich glaube, keiner kann mir gerade sagen, was ich genau machen soll. Und wenn ihr es sagen könnt, könntet ihr es unten in die Kommentare reinschreiben. Und dann könnt ihr es erst lesen, wenn es hochgeladen ist. Ist das nicht toll? So ist YouTube. Fick deine Mutter! Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, dann muss ich halt bis zu der Stelle schneiden, bis ich es vielleicht oder vielleicht auch nicht geschafft habe. Und dann könnt ihr weiter gucken, ob ich vielleicht oder vielleicht auch nicht weiterspiele. Ansonsten melde ich mich und dann sage ich euch vielleicht oder vielleicht auch nicht auf Wiedersehen. Und dann habe ich vielleicht oder vielleicht auch nicht keinen Bock mehr. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, okay. Gar nicht so schwer, meine ich. Das Problem ist, ich brauche beide Hände, um das zu machen. Ich muss eine Hand auf Wii drücken und die andere Hand brauche ich, damit ich E drücken kann. Weil alles schaffe ich halt nicht. Diese ganze Sache hat mein komplettes Sprachzentrum komplett lahmgelegt. Aber damit kann ich leben, weil ich bin jetzt endlich weiter. Und das ist schön. Hat mich auch nur noch, ich glaube, 4 oder 5 Versuche gebraucht. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nicht mehr mitgezählt. Irgendwann habe ich euch auch. So, also für alle, die nicht wissen, wie es geht, ihr müsst einfach rennen mit diesen kleinen Bällchen. Hier könnt ihr eine Kiste kaputt schießen, dann könnt ihr drüber springen. Und dann könnt ihr einfach da reingehen und von hinten das Regal an die Wand schieben. Aber Junge, Junge, ihr müsst schneller drücken, als wie wenn ihr versucht, in Dead by Daylight zu überleben. Das sage ich euch. Holy shit. Okay, da sind noch mehr welche. Da würde ich gerne hin. Darf ich aber nicht. Gut, dann nicht. Dein einfach nö. Da hinten ist noch irgendwas. Also für Lampen oder so wäre hier keine Zeit mehr gewesen. Ne? Natürlich rennt er jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist er wieder ganz langsam. Gemächlich, cool. Ein bisschen depressiv, weil sein Hund gestorben ist. Aber sonst komplett in Ordnung. Alles easy. Nichts, was man befürchten müsste. Hey, mein Kügelchen. Dafür, dass ich eure 5 Brüder hinten zurücklassen musste. Es tut mir leid, aber irgendwann war Papa halt ein bisschen zu aggressiv. Okay. Oh mein Gott, könntest du diesen Ball nehmen, bitte? Danke! Muss man immer erst meckern. Okay. So, ich würde jetzt gerne den letzten Schlüssel holen. Ich habe so langsam ist die Grenze der Lustigbarkeit zu Ende. Nicht. Okay. Schön, dass ihr mich hier behalten wollt. Schreibe ich auf jeden Fall in eure Rezension rein. Oh,
Okay, ein Raum mit nichts. Immerhin, Lagerraum. Im Lager. Freut mich. Schön, dass es sowas gibt. Auch Lager brauchen Lager. Immer gut zu wissen. Hallo. War da was? Nein. Ja, sein. Ich sehe noch jemand. Ich finde das. Die Lichtverhältnisse sehen irgendwie so komisch aus, weil hier die ganze Zeit diese Bobble an der Wand sind. Ich weiß nicht, ob das so gehört, ob das gerade ein Grafikfehler ist. Ich meine, es hat was, aber sieht nicht unbedingt menschlich aus. Leute mit einer Lampe auf dem Kopf sehen auch nicht menschlich aus. Ich gib's zu. Habe ich irgendwas übersehen? Ich bin wieder fucking am Anfang. Irgendwas muss ich hier übersehen haben. Hallo, ich war hier schon mal. Kann sich jeder an mich erinnern? Das freut mich. Ach, jetzt bin ich in die Tür rein, die abgeschlossen war. Smart. Echt smart. So, das heißt, ich bin jetzt... Nee, das ist so ein scheiß Lagerraum. Wir waren ja vorher schon drin. Bin ich, nachdem ich vor dem Monster geflüchtet bin, in die falsche Richtung gelaufen? Ist das eine Option? Geht das? Und wenn ja, warum geht das? Okay, hier ist der Raum, der komplett duscht da ist. Das hilft mir aber irgendwie so gar nicht. Oh, Knöpfe. Aha! Und zwar habe ich ein kleines Problem. Da ich der Meister darin bin, Dinge kaputt zu machen, habe ich auch dieses Mal wieder meine Kunst bewiesen. Und habe das Spiel ziemlich verbuggt, ehrlich gesagt. Und zwar ist das Problem, ich bin jetzt nochmal im Kreis gelaufen. Und... musste nochmal den Weg gehen, mehr oder minder, den ich vorher gegangen bin. Sprich, ich musste auch an dem Monster hier vorbei und das Monster verfolgt mich jetzt wieder. Wohlgemerkt, das ist, nachdem ich das Monster schon verfolgt hatte. Also es passiert immer wieder, wenn ihr den gleichen Weg geht. Was eigentlich nicht passieren dürfte, da ja dieses Gedöns hier davor stand. Das Problem ist, falls ihr es hört, ich kann jetzt drücken, wie ich will. Es bewegt sich aber einfach nicht. Das heißt, das Monster kriegt mich theoretisch jedes Mal wieder. Ich habe es gerade geschafft gehabt, hier einfach stehen zu bleiben, bis die Musik weggeht. Und dann mich in dem Raum frei herumzubewegen. Mein Problem an der ganzen Sache ist, früher oder später sterbe ich so oder so. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, jetzt noch einen Checkpoint zu erreichen, damit ich, wenn ich beim nächsten Mal sterbe, komplett random, ich dann an diesem Checkpoint wiederbelebt werde und dann die Sachen schon gemacht habe, die ich gemacht haben muss. Soweit der Plan. So, die Musik hat aufgehört, das heißt, ich kann mich frei bewegen für, keine Ahnung, lass es 10 Minuten sein. Oder auch nicht, vielleicht sterbe ich auch jetzt schon. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass ich es in der Zeit schaffe. Was ich euch sagen kann, ich habe 3 Button an der Wand gefunden. Einer war schon aktiviert, 2, ja, und ich fange natürlich hier wieder an. 2 waren schon, 2 musste man noch drücken, einer war schon. Und dieses Pult mit den 3 Buttons da drauf, wo ich gedacht habe, es wäre komplett sinnlos, ist es nicht. In dem Moment, wo oben die Lampen grün leuchten, könnt ihr theoretisch die Plattform bewegen. Ihr müsst den Knopf halt nur gedrückt lassen. Dann kommen sie auf euch zu. Und wenn sie dann das Limit erreicht haben, bis wohin sie gehen können, gehen sie wieder zurück. Ja, ich hoffe, euch hilft das weiter. Wenn ja, viel Spaß. Sagt mir gerne Bescheid, ob ihr es geschafft habt oder nicht. Aber für mich ist es halt vorbei. Ich habe keine Lust, das jetzt nochmal komplett alles von vorne zu machen. Das Problem ist, ich kann gerne zurück ins Menü. Ich wage aber zu bezweifeln, dass ich dann weiterspielen kann. Wir können es testen. So, wir sind jetzt hier. Wir versuchen nochmal einen kompletten frischen Start. Vielleicht sind jetzt alle Sachen erledigt. Und ja, ich bin der Meinung, nee, ich habe das Spiel noch nicht neu gestartet. Ich kann es gerne versuchen. Aber ich glaube nicht, dass das viel bringt. Falls es was bringen sollte, melde ich mich danach nochmal, wenn das jetzt nicht hilft. Und versuch's dann nochmal, aber eigentlich... Nee, da gab nicht viel große Hoffnung, Luigi. Und hat sich erledigt. Es ist vorbei. Vorbei bei Unimoon. Nee, und nach wie vor lässt es sich halt leider nicht bewegen. Ich drück so hart, ich kann, aber es bringt halt nichts. Das ist halt echt ein bisschen... doof programmiert, dass man nochmal zurück kann.
und dann das entsteht. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, warum das passiert, ehrlich gesagt. Ich versuch's nochmal mit dem. Ich warte, bis die Musik aufhört, aber. Ist halt nicht cool. So, die Musik ist vorbei. Ich darf mich relativ frei bewegen. Oh, die Musik. Scheiße. Naja, aber wie gesagt, auf jeden Fall. Ich komme nicht weiter. Das war's für mich. Ich werde mich jetzt schon mal verabschieden. Ich werde gleich das Spiel nochmal neu starten. Vielleicht hilft das. Wenn ja, dann schneide ich die Verabschiedung raus. Und das hier auch alles. Ich kann machen, was ich will. Vielleicht schneide ich es raus. Auf jeden Fall. Hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne ein Like und teilt mich und was weiß ich was alles. Keine Ahnung, YouTube halt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Na, jetzt wird mal gestartet, du Sau.